Moin Moin, gerade am Schluss, wir können zu den nächsten und 20. Türchen unseres Matchtick 16-17 Adventskalender. Jawolski, heute ist das 20. Türchen am Schlüssel. Der Adventskalender war gerade ganz schön weit weg, deswegen musste ich mal kurz, ihr wisst schon, auf jeden Fall heute das 20. Türchen. Gestern war der 19. Und dementsprechend hatten wir ja Frei Fährmann von Schalke 04 und die Fanpower-Karte von Augsburg drin gehabt. So sind eben jetzt die Maskottchen aus. Denn in diesem Modus sind Adventskalender enthalten nämlich Maskottchen und Fanpower-Karten. Sowie 50 Karten. Und eine limitierte Auflage ist zu Weihnachten drin, also am 24. Und ja, Volo, da würde ich sagen, öffnen wir das schöne und 20. Türchen. Es befindet sich nämlich hier, in diesem wunderschönen, was ist das? Rot-Orange. Könnt ihr hinkommen? Auf jeden Fall öffnen wir das mal schön, Türchen. Mal gucken, was drin ist. Okay, geil. Geil, oh, Matiko. So, das Ding ist aber wieder ab hier, oder? Ach ja, okay. Morgen, Leute, morgen ist das 21. Türchen, ey. Das ist echt so unglaublich. Und morgen ist auch was Geiles drin, Leute. Also lasst euch überraschen. So, fangen wir die erste Karte an. Und die fällt mir noch, das gefällt mir natürlich sehr gut. Nämlich Jonas Hoffmann von Borussia Mönchengladbach. Ja, Wolski. Aber 36 Angriff, 69. Und Maskottchen von Köln haben hier nämlich den guten alten Hennes, der, der 8. glaube. Hennes der 8. Das hat geil auf jeden Fall. Das eine Tier, also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die echten Tiere von Frankfurt, nämlich auch hier der Adler, also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend sind ja auch die Logos, die Frankfurter haben einen Adler und die Kölner haben halt einen Geißbock oder ein Schaf. Jo, wird schon auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Jawohl, das waren die heutigen zwei Karten. Der Geistbock von Köln und Jonas Hoffmann, wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über eure Daumen freuen. Wir sehen uns dann später nochmal zum Star-Service-Kalender. Genau, zum Star-Service-Kalender. Und zum Bundesliga-Orakel, zum Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde raus sagen, ich hoffe, bis morgen. Bis dann nochmal. Skywalker. Mop.